Halli, hallo, hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu How to Survive 2. Ja, wie ihr es ja gemerkt hattet, bestand der erste Partner aus 4 Leuten, und zwar war da 3-2-1 Spiele dabei, der Mr. Helm und der Chris Play. Aber nach sehr vielen Versuchen und sehr vielen Abstürzen haben die Leute leider die Schnauze voll gehabt von diesem Spiel. Und ich hatte ja euch dann versprochen, das Spiel geht auf jeden Fall weiter, und zwar in einer anderen Konstellation. Und ja, jetzt ist es endlich soweit. Lange habt ihr warten müssen. Und mein Partner ist natürlich der Rivano LP. Hallo, Freunde. Ja, ich freue mich, weil ich stehe auf diese geilen Games hier. Ich bin ja unheimlich gerne und zocke ich Diablo 3. Und das Feeling ist eigentlich fast dasselbe. Nur ich kann endlich mal jede Menge Zombies vermatchen. Ja, freue ich mich. Richtig. Und ja, wir fangen das Spiel aber einfach nochmal von vorne an. Und ja, eigentlich schade, dass die ganzen Leute da nicht mehr mitmachen, aber ist, ja, egal. Machen wir trotzdem. Ich sehe ja gerade, irgendwie wackelt hier unten. Es ist irgendwie, Also ich finde, die Grafik ist geil. Also das ist schon echt scharf. Ja, und man muss vielleicht auch dazu sagen, dieses Projekt ist jetzt so Gamers Check LP exklusiv. Das heißt, es ist zwar kanalübergreifend, der Rivano ist zwar dabei, aber es wird nur bei mir kommen. Und ja, irgendwann zwischendurch wird er immer mal so ein Best-of zusammenschnippeln. Aber ansonsten, ja, dann wird das, unser neues kleines Konzept sein. Und das nächste Spiel, was wir dann im Koop zu zweit spielen, das, ja, kommt dann eben auf seinem Kanal und nicht auf meinem Kanal. Ne? Okay, dann werde ich mal hier dieses Ausrufezeichen drücken, denn hier kriegen wir unsere Missionen. Und da wird jetzt gleich losquatschen, und ich werde das einfach mal vorlesen, und Rivano, der wartet einfach mal und ist mal still. Ich kann es auch lesen, ne? Ja, du kannst auch lesen. Okay, also dann drücke ich... Ups, wie kann ich denn lesen? Steht doch da, F. Ach, F? Ne, das habe ich, da steht da nicht F. Ah, okay, jetzt, dann drücke ich mal. Hallo Fremdling, keine Angst, ich beiße nicht. Ich bin sehr froh, dass mein Funkspruch geholfen hat, dich gesund und munter hierher zu führen. Wenn ich mich vorstellen darf, ich bin Kovac. Sehr erfreut, deine Bekanntschaft zu machen. Entschuldige bitte, dass unser Treffen etwas auf Distanz abläuft. Aber du weißt ja so gut wie ich, dass unangenehme Begegnungen heutzutage leider an der Tagesordnung sind. Und obwohl ich bereits jetzt das Gefühl habe, dass wir auf derselben Wellenlänge schwimmen, müssen wir uns doch erst einmal besser kennenlernen, uns Schritt für Schritt annähern, um zu sehen, ob eine Zusammenarbeit für uns möglich ist. Bist du damit einverstanden? Ja, natürlich. Perfekt. Dann beginnen wir mal mit unserem großartigen Projekt. Okay, der Eignungstext Kovac, der dürfte jedem noch bekannt sein aus How to Survive 1. Denn das ist auch dieser Tutorial-Mann gewesen, der überall seine Bücher verteilt hat. Okay, dann machen wir den Eignungstest. Gut. Die Vorstellungsformalitäten wären damit wohl gelaufen. Jetzt werde ich dich mal einem kleinen Eignungstest unterziehen. Ich habe in der Vergangenheit schon zu viele unangenehme Erfahrungen gemacht. Ich will mich nicht mehr mit Hinz und Kunz umgeben. Das läuft sich bestimmt auf How to Survive 1 ab. Leider habe ich das nie durchgespielt, weil das hatte dann einen Savegame-Bug. Deswegen konnten wir das nicht weiterzocken. Verrückt. Okay, weiter geht's. Das Ganze dauert nicht lange. Ich will nur feststellen, ob du es schaffst, unter all den ausgehungerten Nicht-Vegetariern an einem Stück und am Leben zu bleiben, okay? Ich erteile dir hiermit den Auftrag, in diesen Wald zu gehen und erst wieder zurückzukommen, wenn die Bewohner dort, nennen wir es, wenn du den Bewohner dort Frieden gebracht hast. Und wenn du dabei auch noch ein paar Heilpflanzen einsammeln willst, dann sollst du es wirklich tun. Die Dinger wachsen da an allen Ecken und Enden. Und ich bin mir sicher, dass du sie sehr schnell brauchen wirst. Also, Abmarsch jetzt! Ich warte hier auf dich. Nein, du darfst es nicht machen. Komm da wieder raus. Ach so, nee, kann ich nicht. Doch, kannst du. Was? So. Womit gehen wir dann zusammen zurück zum Camp, okay? Gut, okay. Okay. Jetzt haben wir hier... Ich habe jetzt hier Schwierigkeitsgrad höher oder niedriger? Stufe des Charakters. Hm? Was soll ich nehmen? Höher oder niedriger? Höher, das ist doch gut. Okay, höher. Achso, ich kann jetzt hier noch höher gehen. Ich würde mal sagen, also wir haben hier 6 Stufen. Ich würde sagen, wir gehen mal auf Stufe 3. Ja. Quest Stufe 3.
Und jetzt werden wir mal sehen, was du drauf hast. Wenn du den Wald bist, soll man das Gebiet heilpflanzen. Blas haben wir schon gemacht. Infizierte töten 5 Stück. Und wir werden jetzt aber in diesen. Jetzt musst du irgendwo oben sehen, dass du irgendeinen Knopf drücken musst, richtig? Nee, ich hab gar nichts. Warte, dann muss ich vielleicht das. Ja, Moment, musst du mich einladen? Moment. Ah, jetzt kam was. So. Dann musst du oben das? Links neben der 1 diese Taste lang drücken. Ich komm schon. Ja, da bist du. Der kleine Feind. So, wir müssen da, jetzt hier. Wie geil ist das denn? Die Dungeon, von, ja? Wir müssen hier 0 von 5 Infizierten töten, aber ich würde dann trotzdem noch sagen, dass wir hier weiter rumrennen und erstmal noch Heilpflanzen die ganze. Aua. Okay, wir müssen echt gucken, dass wir uns auf jeden Fall nicht gegenseitig. Du musst töten. Mich mal aufheben, bitte. Nehmen. Wie kann ich nehmen? Alles F, oder? Okay. Ja, einige Personen, Ressourcen können miteinander kombiniert werden. Okay. Ja, schön, würdest du es aufheben? Ja. Kann ich dich denn aufheben? F geht nicht. Weiß nicht, musst du zu mir hinlaufen und dann steht es irgendwo. Doch, F gedrückt halten, okay. So, ja. Da also ist aber was. Oder heißt das nur Zombie getötet? Okay. Ach, das sind auch Sachen, die man hier aufsammeln kann, ne? Ja, musst du ja, mal gucken, ey. Stock. Das meine ich ja. Wir, geil, wir sammeln geil. Hier auf jeden Fall noch mit auf. Achtung. Wenn nicht die gleichen angreifen, die ich angreife. Wir laufen überall noch welche ja. rum. Ja. Du kannst doch aus dem Bildschirm rauslaufen. Also du musst dich auch nicht an mich ranhängen. Okay. Ja, ist doch schon echt geil. Wie ging das geil, so drauf? Ach ja, so. Okay. Wie konntest du da drauf? Mit L, keine Ahnung. Ich hab doch Chapit. Der Taste, das so. Musst du Dreieck drücken, okay, weißt du? Du gehst da lang, ich geh mal hier lang. Gibt's eine Karte? Ja, mit Tabellade. Die Diablo 3 Karte, schön. Ah, ich fühle mich schon ganz so. Cool. Irgendwas komisches hängt da an der Decke, das sieht echt lustig aus. So, was haben wir denn da? Ein Zombiechen? Einer nur noch, ist der letzte, ne? Ja. Primärziel geschafft, drücke, um den Camp zurückzukehren. Töte infiziert. Okay, wir sollen aber Heilpflanzen sammeln noch, ne? Ja, wir können hier noch sammeln. Das ist glaube ich, auch vorteilhaft, wenn man hier looten noch, weißt du? Na, mach du den. Ja. Ist halt schade, dass man sich gegenseitig tötet, aber ist natürlich auch realistisch, ne? Ja, wir müssen halt immer gucken, dass, nicht, dass wir nicht auf die gleichen Zombies draufhauen, weil das ist jetzt Schwachsinn. Und meine Lebensenergie ich könnte aber mal, Sinn. Ich könnte aber mal RB. Was war das? LB? Achso, SSD, okay. Kann man auch blocken? Keine Ahnung, musst du probieren. Weil ich möchte natürlich auch nicht dann gekillt werden. Kann man diese Blubberbläschen umhauen hier? Nee. Komisch. Das sind 2 Stück. Packst du die oder soll ich dir helfen? Ja, pack die packst du schon. Ja, da haben wir doch schon alles eingesammelt eigentlich. Mhm. Kleine Mini-Map. Warte ein bisschen. Okay, hier hinten geht's nicht weiter. Okay, doch jetzt das Ende, okay. Was ist das Ende? Karte haben wir aufgedeckt komplett. Hast du die nicht an? Nee, das ist blöd, das würde das ganze Bild versperren. Ja, nee, das ist aber eigentlich so gewollt, dass man die anhat. Sieht aber auch ordentlich nett aus. Okay, dann können wir eigentlich auf die Taste drücken. Dann gehen wir wieder ins Camp, ne? Geh du mal zuerst. Okay, dann würde ich sagen, Primärziel getötet. Jetzt werden wir mal sehen, was wir haben. Alles dort durchgelesen, beenden. Wir haben noch mehr Punkte bekommen, weil wir natürlich noch mehr Zombies gekillt haben. Ja. Alle, die in diesem Gebiet sich aufhalten. Gibt auf jeden Fall ordentlich schon mal Punkte. Es saved auf jeden Fall. Und zack, geht's zurück. Sehr schön. Und es gibt noch so viele Möglichkeiten. Man kann sich dann hier noch eine Basis aufbauen in seinem Base. Also richtig mit Häusern und Gedöns. Und geil. Also wir müssen da mal gucken. Okay, Mann, hast du viele Erfahrungspunkte gesammelt. Das sind ja schon fast unanständig viele. Und das ist sehr riskant, wenn du deine Erfahrungspunkte nicht ausgibst. Riskierst du, einen Teil davon zu verlieren. Solltest du auf die dumme Idee kommen zu sterben. Das wäre doch sehr schade, oder? Natürlich wäre das schade. Also ist jetzt die Zeit gekommen, die ganzen Punkte auszugeben. Steigere damit die Stufe deines Charakters oder deines Camps oder kaufe damit Verbesserungen. Nur zu, sei kein Geizhals. Du kannst auch ohnehin nichts mitnehmen, was du ins, wenn du ins Grab beißt. Okay, das klingt ja schon mal scheiße. Okay, wir haben jetzt, wo kann ich denn jetzt das richtig einsetzen? Da habe ich mich ja auch noch nicht beschäftigt damit. Also wir haben ja Allgemeines. Kostet 200 Punkte, kann ich aber nicht.
Stufe des Charakters 1, Kämpfstufe zu niedrig. Ach so, okay, da musst du erst. Ja, wir müssen erstmal ein Level kriegen. So, jetzt habe ich hier natürlich Spatzenhunger. Verlangsamt den Rückschlag. Das klingt doch gut. Den Rückgang der Hunger. Ich kann mal sagen, wo ich mich heilen kann. Da musst du Heilpflanzen essen. Ja, aber wo kann ich die denn auswählen? Steht doch da. Ist links unten in der Ecke, siehst du doch, die Heilpflanze. Ne, bei mir wird nichts angezeigt. Muss man dafür eine haben, ne? Ja, natürlich muss man dafür eine haben. Eine habe ich vorhin Cardio-Training benutzt, verringert den Energieverbrauch Ausdauer. Bei Heilpflanzen, alles klar. Wie habe ich denn solche Punkte überhaupt? Ich sehe die gar nicht. Wie habe ich denn? Ach, da oben, 340 XP. Okay, jo, da können wir ja noch ein bisschen, draufhauen hier, oder? Ah, ne, das war's. Hm, okay. Wie speicherst du das jetzt ab? Auf X oder was? Hast du jetzt Verbesserung gemacht? Genau, Verbesserung. Wie viel? Achso, 600 XP und verlangsamt den Rückgang der Hungeranzeige, ja. Habe ich 500 Punkte reingehauen und habe gerade mal so einen kleinen Balken nur bekommen. Ja, ein Ding. So, leichter Verband. Hier kann man sogar. Ah, bei Handwerk kannst du natürlich produzieren. Das haben sie ja ganz anders gemacht. Jetzt hat man hier. Jetzt kann man hier einen leichten Verband herstellen. Den machen wir natürlich. Produzieren. Produzieren. Okay. Ein Baseballschläger mit Nägeln. Den werden wir auch gleich produzieren. Das haben wir gleich eine neue Waffe. Wo hast du das gemacht jetzt auch bei? Das ist oben neben Verbesserung, rechts neben Verbesserung, Handwerk. Handwerk, okay, wo, ach so, produzieren, ne? Genau, und hier haben wir unser leichte Inventar. Verbleibende Elemente 1. Ah, und im Inventar kannst du jetzt, aha, alles klar, kannst du jetzt, das musst du dann alles reinziehen. Verbesserter Baseballschläger. Hier kannst du dir den angucken und kannst dir noch verbessern. Oh, hier hast du noch Einsatz. Oh, Alter, leck mich aus, das kann ich ja noch weiter, das ist Wahnsinn. Ich habe mich ja noch nicht so beschäftigt mit dem Spiel, muss ich sagen. Geil gemacht, aber ich muss mehr Sachen finden. Eindeutig. Und dann haben wir noch hier, du kannst dann noch Rüstungsteile draufsetzen, ne? Naja, was haben wir hier? Eine Voodoo. Aber da haben wir Voodoo Hardrock-Gitarre, aber die habe ich noch nicht. Ein Kampfmesser ist vielleicht auch noch. Du musst dann auf die Icons draufklicken, bei Inventar. Mhm. Und dann kannst du das rüber, musst du das rüber zu deiner Figur ziehen. Was meinst du jetzt? Was meinst du jetzt? Inventar, Gebäude, Defensive. Wo ist jetzt Klamotten oder was? Ja. Nee, Waffen kannst du, musst du dir einteilen in deine Hände geben, dir in deine Hände stecken. Dann kannst du die hinstecken. Musst du vorne auf das Icon draufdrücken und dann, okay. Wie kann ich denn, achso, zu 1 und 2 kann ich die Waffen hin und her switchen, ne? Hm? Geil, ich sag, zwischen 1 und 2 kann ich die Waffen hin und her switchen. Genau. Guck, wenn ich die 2 drücke, habe ich 2 Messer. Wow. Geil, ja, dann gehen wir weiter, jetzt hab ich ein Messer, warte mal. Dann müssen wir da wieder ran. Ich muss gucken, wie kann ich denn jetzt Waffen wechseln bei mir? 1 und 2. Ich habe kein 1 und 2 auf dem Joypad. Achso. Ach doch, ich kann mir doch einfach mit 3 kann ich wechseln. Okay, dann würde ich sagen, sprechen wir das nächste an. Und willst du mal lesen? Von mir aus? Okay, dann sprech mal an. Hallo Fremdling, keine Angst, ich beiße nicht. Stopp, du bist am Falschen. Du hast das erste noch. Ach, muss ich das auch einzeln machen, oder was? Wenn wir noch den Eignungstest, müssen wir dann nochmal bei meiner Sicht dann da rein, oder was? Ja, sollen wir das machen? So, dann haben wir halt alle Missionen doppelt, liebe Freunde. Weiß nicht, sollen wir das machen? Ich würde sagen, wir machen das jetzt mal für den Part. Machen wir das jetzt mal und ihr, oder für die Session, machen wir das jetzt mal. Und ihr schreibt bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet. Sollen wir die Session, sollen wir die Mission bloß einmal machen? Für, sozusagen für mich? Oder sollen wir die Mission für alle beide machen? Vielleicht habt ihr sogar schon mehr Erfahrung, ob das gut ist, schlecht ist. Weil er kann jetzt, kommt jetzt immer wieder zu dem Tutorial. Wo bist du hin? Ich bin rein. Achso. Kannst du mal nachts joinen. Ja, genau. Also, dann gehen wir nochmal einräumen. Aufräumen. Dann machen wir hier nochmal ein bisschen Metzel. Ja, dann machen wir das gleiche nochmal, okay. Ich habe die Schwierigkeitsgrad ein bisschen erhöht. Auf was denn da? 4. Jetzt hat er mich umgehauen. Du sollst nicht den Zombie nehmen, den ich hab. Ja, ich wollte dir helfen. Eigentlich sollte man, das ist ja so ein Game, da muss man sich ja eigentlich helfen. Also, aufheben. Alleine ist eigentlich, Du musst dir schon selber helfen, das ist das Ding. Na, ich weiß nicht, ja. Also, normalerweise ist gerade so ein Spiel, wo man zusammen auf die Viecher drauf knüppelt. Aber okay. Naja, wenn's ja gut, die fallen ja noch um, wie die fliegen.
Ja, guck mal, die stehen schon wieder auf. Also es ist schon ein bisschen stärker geworden, okay. Vielleicht finde ich dann... Oh, einen dicken. Großes Holzstück habe ich gerade gefunden. Und man findet auch bessere Sachen hier, ne? Wenn man, sag ich mal, die Schwierigkeitsgrad erhöht. Weiß ich nicht, ob man da bessere Sachen findet. Mhm. Oh, Zombies rennen. Oh, oh. Geh weg. Okay, geil. Ich hau so um und er lootet. So sind sie. Ah, ne, ist schon gut. Mal gucken. Ich finde, diese komischen Laternen sind sehr interessant aus. Oh, wir haben schon 5 Infizierte wieder gekillt, aber wir räumen ja trotzdem auf. Ja, richtig. Das könnte vielleicht sogar interessant werden, dann auf den richtigen großen Levels, wo wir dann richtig Probleme haben, da durchzukommen, das endlich zu schaffen und dann, oh mein Gott, jetzt müssen wir das nochmal machen. Aber ich denke mal, spätestens bei so einem richtig nervigen Level, glaube ich, spätestens sagen wir dann, nee, das machen wir nicht mehr. Oh, ach, ist ja auch Quatsch. Das ist eigentlich blöd, weil wir sind ja im Team und da muss man es einzeln machen. Es ist, ja, macht halt mehr Arbeit, ne? Aber ich glaube, man kann diese Eignungsteste sowieso immer wieder machen. Diese Mission. Oh, ich habe einen Nylon-Faden oder sowas gerade gefunden, okay. Kann ich vielleicht auch was zusammenbauen? Ja, du kannst dann halt eben später craften, viel Sachen gibt's da. Zumindest im zweiten Teil gab's echt. Das ist mega viel Ende. Können wir eigentlich schon wieder in die Base porten? Meinst du das Ende? Ja, ist alles ausgelutscht. Okay, gehen wir home. Zurück zum Camp. Ja, geil, Leute, geil. Das gefällt mir jetzt echt schon richtig gut. Hat schon was, dieses ganze Aufrüsten, Abmetzeln, Abmurksen. Gut, dann würde ich sagen. Wegknüppeln. Auf Teammitglieder warten, okay. Läuft ganz gut zu zweit, wenn wir es zu zweit spielen. Da würde ich sagen, dann liest du jetzt mal vor. Jo, ich guck mal eben schnell. Geht das? Achso, willst du noch. Ach, willst du. Was wie? Was? Was? Ja, ich könnte noch mal kurz was bauen, weißt du? Ich habe ja so viel eingesammelt. Ja, mach doch. Dann mach das ja. Okay, ich habe auch. Da ist meine Energie wieder ein auf. Handwerk. Was war denn eigentlich? Was ist denn das? Ist das hier, heißt das einfach nur, dass es gebastelt ist oder kann man da noch was basteln? Kann man jetzt hier noch. Könnte einen Bogen herstellen, aber will ich das? Das ist ein bisschen sehr. Na, muss es sein. Na gut, ich bin soweit. Ich kann vorlesen, wenn du willst. Nee, jetzt bin ich noch drin. Okay. Ein Bogen. Cool. Ich stell natürlich einen Bogen her. Dazu braucht man halt aber auch Pfeile. Wie kriegt man denn jetzt Pfeile? Denke ich mal mit Äste, ne? Pfeile müsste man normalerweise dann. Naja. Ja. Verbesserungen, jetzt kann man es natürlich. Oh, wir haben wieder richtig schön viele Punkte. Machen wir 4 alles hoch. Modeln, ja. Also ich krieg alles auf Anschlag hoch jetzt. Ah ne, hier. Feines Gehör. Verbesserte die Fähigkeit, Infizierte in der Nähe zu erkennen, okay. Oh, hier. Bogenschussexperte. Das ist doch mal gut. Das sollten wir vielleicht mal mitnehmen. Armbrustexperte, okay. Ja. Da habe ich mal meine Punkte aufgeteilt. Hier hast du Bogen hergestellt. Also hier, ich meine Pfeile. Ich habe keine Pfeile hergestellt. Achso, wir haben nur den Bogen, oder was? Ja, ich denke mal, dass du dann, also im ersten Teil war es so, dass du aus Stöcken dann die machen konntest. Mit dem Messer wahrscheinlich, ja? Schnitzen. Aber meine Essensanzeige und so ist auch nicht gerade die beste, also wir müssen auf jeden Fall nachher was saufen. Aber kriegen wir schon alles hin, dann mache ich mir gar keine Sorgen. Ja gut, dann lese ich mal vor, oder? Mhm. Okay. Hallo Fremdling, keine Angst, ich beiße nicht. Hä, weißt du immer noch das? Sei froh, der Funkspruch geholfen hat. Ist halt immer noch dieselbe, ne? Ja, okay, dann geht es bei dir einfach bloß nicht, weil du in meinem Camp drin bist. Ja, ich komm nicht weiter. Mal. Okay, dann muss ich vorlesen. Dann würde ich sagen, lese ich mal vor und zwar jetzt. Hä? Hallo? Nur keine Angst. Geht. Ich hab's versehentlich abgebrochen. Ja. Wir werden gemeinsam großartige Dinge vollbringen. Ja, irgendwas hat er jetzt hier erzählt. Ach, das kann man ja nochmal lesen. Nachdem wir jetzt Freunde sein werden, sollte ich dir wohl auch die Tür zu meiner bescheidenen Zuflucht öffnen, um mich vorzustellen, hm? Bleib, wo du bist, ich mach da gleich mal auf.
Geräusch eines klemmenden Mechanismus. Interessant. Da muss die gegenseitige Vorstellung wohl noch ein bisschen warten. Es wird langsam Zeit, den verdammten Scheißmechanismus zu reparieren. Na gut, du hast gewonnen, du mieses verdammtes kleines Schloss. Dann müssen wir wohl unseren neuen Freund dort oben auf der Oberfläche darum bitten, in der Nachbarschaft etwas zu suchen, mit dem man dich entsperren kann. Du hast doch nichts dagegen, das zu tun, oder? Natürlich nicht. Ich denke, ein bisschen Öl dürfte das Problem lösen. Sowas findest du bestimmt in der Stadt, wenn du dich in ein paar Geschäften umsiehst, die noch nicht geplündert wurden. Sammle bei der Gelegenheit auch noch möglichst viele Vorräte, um was zu trinken und was zu trinken ein. Ein Überlebender, der unter Hunger oder Durst leidet, steht schon mit einem Bein im Grab. Ich warte hier auf dich, ich bewege mich keinen Millimeter von hier weg. Darauf kannst du Gift nehmen. Und wenn du etwas Besseres aus deinem simplen Stock da finden, was Besseres als deinen simplen Stock da findest, dann greif zu. Ja, genau, hab ich jetzt gehabt. Okay, geh in die Stadt und bringe eine Flasche Öl. Ach, jetzt habe ich den Schwierigkeitsgrad nicht höher gestellt. Na, egal. Sag mal, Öl holen, oder was? Einmal bitte Öl. Radfett. Bis jetzt hast du dich wieder weggeportet. Naja, ich lag gerade in... Ist das also fast alles eine Portmission oder können wir auch später durch die Welt rennen? Na, in der Welt, denke ich mal, baut man sich dann sein Lager auf. Achso, aber die meiste Zeit ist halt immer Porten. Ich weiß es nicht. Ich bin noch nicht... Ja. Wir haben bis dahin gezockt und nicht weiter. Ja, liebe Freunde, aber trotzdem, jetzt kommen wir ja in die schöne Stadt rein. Und es lädt noch lang. Da würde ich sagen, wir schließen jetzt erstmal den Part hier ab. Und gucken uns dann morgen in dem... Wir gehen mal hinter zum Zaun, bitte. Boah, geil sieht das aus, echt. Und ja, da würde ich sagen, wir suchen dann morgen die Ölflasche. Quatsch, morgen sag ich schon. Beim nächsten Part die Ölflasche. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Gebt einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat oder ob es euch gefallen hat. Das wäre sehr interessant, mal zu wissen, was ihr dazu sagt und die neue Konstellation. Weil ich weiß ja noch damals, Moment, bleibt bitte hier, sonst kommen die Zombies. Ich weiß ja noch damals, die Konstellation mit 3, 2, 1, erster Kommentar da unten drunter stand. Ja, schöne Konstellation, hat mich gefreut, aber wo ist Revano? Da ist er. Und ja, einen müsste man jetzt seinen Wunsch erfüllt haben. Und ja, da würde ich sagen, wenn ihr weiter hier das Projekt verfolgen wollt, dann natürlich ein Abo da lassen und dann seht ihr das auch in eurer Infobox, beziehungsweise rechts, links, da kriegt ihr dann angezeigt, hier, da hat ein neues Video hochgeladen und so weiter und so fort. Ja, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns denn bis dahin. Tschüss. Ciao.